Kunst, soweit das Auge reicht. Hier in der Neumarkter Straße in Berg am Laim werden graue Betonwände zu richtig bunt bemalten Kunstwerken. Der Munich Art District ist das gesamte Areal rund um die Neumarkter Straße hier in Berg am Laim. Und unsere Aufgabe ist es, wie ihr seht, Kunst und Farbe in die Grauheit des Alltags zu bringen. Heute haben wir schönes Wetter und jetzt leuchtet die Farbe natürlich umso viel schöner. Und wir arbeiten mit Künstlerinnen und Künstlern zusammen, internationale Künstler, nationale Künstler. Wir beauftragen diese Künstler, dass sie herkommen, uns die Wände hier anmalen. Und unsere Aufgabe ist, so ein bisschen Wände zu finden, mit den Eigentümern zu reden und dann einen passenden Künstler für eine passende Wand zu finden, damit alle am Schluss hier glücklich sind. Wenn man die Treppe am Leuchtenbergring heraufsteigt, beginnt die Munich Street Art Gallery. Es ist wie ein Gang durch eine kostenlose Galerie. Das Münchner Künstlerkollektiv Broke Today hat sich in der Neumarkter Straße an vielen Wänden schon ausgetobt. In diesem Fall bilde ich wieder die Antike ab. Das ist eine Thematik, die eigentlich wie früher, also auch heute aktuell und überall präsent ist. Es geht um die Schönheit im Leben, es geht um die Festigkeit, die Standhaftigkeit und um die geistige Nahbarkeit und die Überlegung. Diese drei Dinge bilden ja irgendwo so rationale Grundgedanken und darüber steht die Liebe, die ich mit einem Bildnis von Lot und seinen Töchtern zeige. Alles wurde halt bereits schon in der Antike aufgearbeitet, dann nochmal in der Renaissance wiederholt und trifft aber eigentlich immer noch auf unser heutiges Leben zu und daher thematisiere ich es auch oft. Unsere Künstlerinnen und Künstler sind national und international. Wir stehen jetzt zum Beispiel gerade vor einem Kunstwerk von Philin von Broke Today. Das ist ein Münchner Künstler. Wir haben aber auch internationale Künstler, zum Beispiel Dave the Chimp aus London oder Ellen Myers aus Argentinien. Und am Anfang, als wir hier losgelegt haben, war es tatsächlich ein bisschen schwieriger, Künstler zu finden. Wir mussten die aktiv anschreiben und fragen, ob sie wollen. Mittlerweile ist es so ein bisschen besser geworden, weil wir bekannter geworden sind. Und deswegen kommen Künstlerinnen und Künstler auch auf uns zu, fragen, ob wir eine Wand haben. Und jeder Künstler und jede Künstlerin hat Künstlerfreunde, die dann auch wieder anfragen. Oder der Künstler sagt, ich habe hier noch jemanden, habt ihr nicht eine Wand für den? Also langsam geht's los. Und das ist auch immer schön für uns, wenn die Leute das sehen, dass was Tolles ist und die Anfrage dann kommt, dann wissen wir auch, dass wir was richtig gemacht haben und es langsam raus in die Welt kommt. Munich Art District ist tatsächlich, dass wir internationale Bekanntheit bekommen und über die Grenzen von München, von Deutschland hinaus so eine Bekanntheit bekommen, dass die Leute gezielt nach München kommen, um hier zum Munich Art District zu kommen. Und jetzt derzeit sind wir tatsächlich Berg am Laim, das ganze Areal rund um die Neumarkter Straße, weil hier gibt es so viel Potenzial, das wir noch nicht mal ansatzweise ausgeschöpft haben. Aber ich würde es jetzt nicht ausschließen. Das heißt, wenn wir Berg am Laim alles abgegrast haben und wirklich jede Fläche irgendwie irgendwo bekommen haben. Es geht ja über Wände hinaus. Wir haben Installationen, wir haben da hinten den Landschaftspark, wo wir gerade auch dabei sind, erste Installationen zu errichten. Und wenn wir das irgendwann geschafft haben, dann würde ich nicht sagen, dass wir nicht die Farbe noch weiter drüber schwappen lassen und uns ausbreiten. Aber Stand jetzt ist tatsächlich erstmal dieses Areal so bekannt zu machen und so bunt zu machen, dass wir international bekannt sind. Für einen Künstler ist das eine Riesenchance, mal in einem anderen Format zu arbeiten. Prinzipiell ist es so, Künstler haben meistens nicht die Möglichkeit, so groß in der Stadt sich zu präsentieren, wenn dann nur in Form von Galerien und das ist meistens ein recht introvertierter Kreis. Aber hier hab ich die Möglichkeit, jeden anzusprechen, jeden Passanten meine Gestaltung und meine Auffassung von Ästhetik zu zeigen. Die Resonanz der Anwohnerinnen und Anwohner war von Anfang an positiv. Einige sammelten sogar Unterschriften, damit ihre Hauswand auch endlich künstlerisch geprägt wird. Ich habe den Munich Art District über Broke Today kennengelernt. Das ist unser Künstlerkollektiv. Wir versuchen, Künstler
aus München zu verbinden. Und das tut der Munich Art District auch. Er zeigt, wie viele unterschiedliche Facetten die gestalterische Gesellschaft Münchens hat. Und das komprimiert er eben auf diesem Ort. Es ist einfach spannend, einmal durch eine Straße zu gehen und 20 verschiedene Künstler zu sehen. Kunst ist ein ganz tolles Stichwort, weil jetzt gerade in Zeiten von Corona kam doch Kunst etwas zu kurz und die ganze Kultur, die Museen waren geschlossen, sämtliche kulturelle Einrichtungen waren geschlossen. Und dann, um den Bürgerinnen und Bürgern etwas zu geben, bietet sich natürlich Street Art an. Ich habe so die Möglichkeit, Kunst einfach auch im öffentlichen Raum erlebbar zu machen. Und wir haben auch jetzt, gerade hier im Munich Art District, hier auf der Neumarkter Straße, unsere Kunstwerke von Broke Today während dem Lockdown, dem letzten, gemalt. Und wir haben auch die ganzen Bürgerinnen und Bürger hier im Areal, ich weiß nicht, wie laut das ist, die ganzen Bürgerinnen und Bürger im Areal eingeladen, vorbeizukommen. Schaut euch an, wie Kunst entsteht. Schaut euch auch danach an, wie das hier entsteht, was hier passiert. Es wurde angenommen, die Leute waren super happy, dass was passiert. Und ich glaube, es ist wichtig, Kunst nicht nur in Räumen anzubieten, sondern einfach für alle öffentlich zugänglich zu machen. Weil so erreiche ich vielleicht auch jemanden, der gar nicht Kunst interessiert ist oder das ihn überhaupt nicht angesprochen hat. Und der kommt hier vorbei, sieht irgendein Kunstwerk. Wir haben hier eine Vielfalt von verschiedenen Arten und Richtungen an Kunst. Und ihm gefällt eins. Und plötzlich habe ich einem Menschen, der keinen Zugang zu Kunst hatte, geholfen, Kunst zu erleben. Wir haben den Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit gegeben und gesagt, ihr habt hier eine Wand, lasst uns zusammen was Tolles entwerfen und macht die Stadt bunt, lebt euch aus. Das war bei den jungen Künstlern besonders toll, weil die einfach die Möglichkeit hatten, was zu machen. Und die älteren Künstler, wir stehen hier vor einem Kunstwerk von Lumit, die waren natürlich auch happy, dass sie wieder ein Kunstwerk hatten, wobei das schon 2020 war, wobei wir da auch den ersten Lockdown hatten. Also für die war es auch toll, dass sie einfach malen konnten und nach draußen gehen konnten. Also sowohl Corona, gab uns eine Möglichkeit oder den Künstlerinnen und Künstlern eine Möglichkeit, hier zu malen, obwohl es eigentlich schwierig war. Aber auch diese ganze Idee hinter dem Munich Art District ist natürlich toll, weil wir Flächen bieten, weil wir den Künstlern legale Flächen bieten, wo sie malen können. Ich bin dem Munich Art District unfassbar dankbar, denn es ist tatsächlich eine meiner ersten großen Wände. Und ich habe mittlerweile etwas gelernt. Also ich habe die Angst vor diesen großen Flächen verloren. Und habe dadurch vor, weiter und öfter diese Projekte in der Größenordnung durchzuziehen.